Digitalisierung im Handwerk fängt bei heutzutage ganz banalen Dingen wie Computern oder dem Internet an. Das eröffnet völlig neue Vertriebswege. Durch eine ansprechende Homepage oder einen Account in den sozialen Medien kann man sich und seine Leistung sehr anschaulich präsentieren. Auch die Maschinentechnik entwickelt sich im Rahmen der Digitalisierung weiter. Während früher an den Maschinen die Einstellungen per Hand vorgenommen wurden, werden die Daten nun an die Maschinen per PC übertragen. Das erhöht auch die Präzision, mit der wir in der Fertigung arbeiten können. Wie bei Horstmann arbeiten wir mit einer Konstruktionssoftware, die aus der Zeichnung alle Maschinenprogramme sowie sämtliche nötigen Unterlagen generieren kann. Hier hilft uns die Digitalisierung nicht nur, Fehler zu vermeiden, sondern auch dabei, den Fertigungsprozess effizienter zu gestalten. Früher wurde alles in Papierform kommuniziert. Angebote und Auftragsbestätigungen wurden auf den Postweg gebracht. Ganze Ordner haben wir mit den notwendigen Belegen an den Steuerberater geschickt. Heutzutage erleichtert die Digitalisierung diesen aufwendigen Prozess. Belege, Informationen können über das Internet und über Portale weitergesendet werden. Das betrifft unsere Zulieferer, unsere Kunden, unseren Steuerberater und nicht zuletzt die Lohnbuchhaltung. Ein weiterer Bereich, in dem wir von der Digitalisierung profitieren, ist die Zeiterfassung. Die neuen Scanner ersetzen eine aufwendige Zettelwirtschaft für die Mitarbeiter. Die Daten werden ganz einfach am Ende des Tages ausgelesen und direkt an die Lohnbuchhaltung übertragen.